Du riechst wundervoll. Geralt, wir sind hier auf einer Beerdigung. Du riechst wundervoll auf dieser Beerdigung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Halt! Ja, in der letzten Folge, da haben wir uns ja endlich hier auf den Weg gemacht nach Skellige. Und jetzt müssen wir zum Hafen bei Kjær Trolde hin, damit wir, glaube ich, Yennefer aufsuchen. Mal schauen, was die denn zu sagen hat. Los, los! Wie komme ich hier hoch jetzt? Moment mal. Hier lang? Ich denke, hier lang. Ah, hier, den Weg lang. Und ja, mal schauen, was uns erwartet. Das sieht hier ganz anders aus wie in Wien. Guck mal, da gibt es Berge und so. Und wer weiß, was hier für Kreaturen lauern. Neue Markierung, okay. Ich gucke einfach mal den Weg. Was ist das denn hier? Gut oder böse? Was willst du? Langsamer! Ah, das ist ja dieser Freak da, den wir eine reingehauen haben in der letzten Folge. Schneller! Na so. Wollen wir mal hier weiter den Weg. Sind wir auch jetzt zum ersten Mal. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Oh, guck mal, da sind schon Gegner auf Armin, sehe ich. Links. Lassen wir mal in Ruhe. Was gibt's hier? Oh, hier ist ein Händler. Vielleicht gibt's da hier neue Karten oder so. Wikinger, aber oh, ich liebe diese mittelalterlichen Sachen, liebe ich einfach. So, mal schauen, was da hier für zu verkaufen hat. Ups, ich wollte nichts klauen. Hallo, willst du was kaufen? Ja. Zeig mir deine Waren. Oh, guck mal hier, was ist das denn hier? Hat Skellige. Aha, werden bestimmte Schnellreisepunkte auf Skellige freigeschaltet. Cool. Nehme ich mal alles. Nehme ich mal alles. Nicht genügend Münzen, ja. Muss ich wohl was verkaufen, ne? Das will ich schon haben. So, nehmen wir das hier. Oh, schon habe ich genug Münzen. Und das hier auch. So muss ich jetzt, glaube ich, erst alles lesen, ne? Wiedersehen. Ist das schon alles frei, oder? Muss ich das jetzt erstmal alles lesen hier? Oh, was haben wir denn hier alles Tolles? 55 Ausdauer, das ist ja noch besser. Hm. Was ist das hier? Der 35 brauchen wir nicht. Okay, was tragen wir denn jetzt wieder? Weil irgendwie ändert sich das Bonusgold. Gut. So, wo haben wir denn unsere Bücher hier? Da, lesen. Lesen, 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 lesen. Alles gelesen. Zu töten. Hafen von Kjær Trolde. Cool, jetzt kann ich da auch schnell reisen. Habe ich alle Punkte einmal, zweimal. Ja, aber wisst ihr was, ich will da jetzt hinreiten, wenn ich will erstmal alles erkunden hier. Komm näher, Fremder. Ich bin kein Fremder. Das sieht auch so wie ihr aus. Ein bisschen komisch. Nur, ja, mein Bart ist nicht so lang. Komm schon, Plätze. Habe ich jetzt auch die Reiserouten von den Inseln? So, ja, habe ich alle. Cool. Cool, cool, cool. Komm und sieh dich um! Ah, ein Händler. Nochmal ein Händler. Komm mal her, Freund. Oh nee. Was ist das denn hier? Banditen? Bist du dran? Keine Sorge. Oh, ich verbrenne ich alle einfach. Komm her. Ah, der ist doch schon tot. Oh, ich war nicht. Ich aber. Wo ist denn der Händler hin? Verpisst er sich einfach. Moment mal, Freund. Ich will was kaufen. Vielleicht hast du irgendwas Interessantes. Hallo. Ja? Was hast du denn? Zeig mir dein. Oh, ne, das ist ja der gleiche. Toll. Gut, du kannst deine Bücher wieder haben. Brauche ich nicht mehr. Kannst du alles haben. So, bitteschön. Ist gelesen? Ja, habe ich gelesen. Okay. Sind zwar nur ein paar Münzen wert alles, aber ja, besser als nichts, ne? Und ich hab so viel davon. So, schon hat er kein Geld mehr. Kann ich ihn noch verkaufen? Hier, das hier, das hier. So, jetzt ist er pleite. Er hat alles gekauft. Wiedersehen. Ah, ich bin auch im Level aufgestiegen. Möchte ich auch mal kurz sehen. Hier, Charakter. Oh, ich habe einen neuen Slot frei. Cool, cool, cool. Ja, was kann ich denn jetzt hier reinpacken? 7 Angriffskraft. 5 Angriffskraft. Aha. Angriffskraft ist immer gut, ne? Mach ich mal hier rein. Zack, 14 Angriffskraft. Okay, und was kann ich hier an Tribute verpassen? Auf Training benötigt noch 7 Punkte für Freischaltung.
Wird die Intensität der Grundzeichen 5%. Ja. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Das ist gut. Das hier ist gut. Oder Moment mal, hier, ich habe ja auch noch hier die Schwerter, die ich verbessern kann. Ja, aber ich nutze das hier viel mehr und deshalb mache ich einfach mal hier einen Punkt drauf. So. Okay, gut. Prima, prima. Jetzt bin ich auch etwas stärker. Komm und sieh dich um. Kurz was looten hier. Oh, gibt's Honig? Ja, damit. Guck mal, jetzt schaut mal hier einen Trick. Wenn man Hunger hat, einfach hier die Bienen töten und dann hat man Honig. Bin zwar kein Bienentöter, aber ja. Ist ja nur ein Spiel, ist ja nur ein Spiel. Liebe Kinder, nie nachmachen. So, was gibt's hier noch? Hier ist noch ein Typ. Was stand da? Trockenfisch? Ich geschafft zu lesen, zu schnell gedrückt. Schneller. Egal. Na, guck mal da, was ist das da? Eine kleine Burg. Okay. Hier ist niemand. Aber das sieht doch toll aus, oder? Wo sind wir denn jetzt? Sind wir schon da? Ja, wir sind schon da. Beweg dich! Wir müssen aber irgendwie runter. Wo kommen wir denn da runter? Komisch. Juhu. Nee. Muss doch bestimmt irgendein Weg sein. Moment. Ist da auch rein? Tatsächlich. Es ist langweilig, hier zu stehen. Dann setz dich doch. Du weißt, was ich meine. Da will ich nicht runterspringen. Hey Leute, wie kommt man da runter? Schade, dass man nicht befragen kann. Aber so hier lang, vielleicht ist hier ein Weg. Und hier bin ich ja gekommen. Ich gehe einfach mal hier runter, genau. Aber wieso gucke ich nicht einfach auf ein Mini-Web? Da wird doch alles angezeigt. Also ich gehe nochmal auf mein Pferd. Das sieht nicht so nah aus. So. Im Pferd geht alles viel, viel schneller, genau wie im Auto heutzutage. Tada, da bin ich. Gibt's auch einen Anschlag, ich hab neue Quests und so. Sonst schickt Karl uns mit Bran auf die Reise. Sollte sich jemand darum kümmern? Warum kann ich heute nicht spielen, Papa? Wo war denn das Anschlagbrett? Ah, da, auf der anderen Seite. Wir erstmal dahin. Zum Spielen ist heute nicht die Zeit, Agnet. Wer wird jetzt König von Skellige? Wir haben den Pfahl beschlagen. Er schlägt wie Seeteufel. Du suchst nicht zufällig aus. Das muss eines Kronungswürdig sein. Echt krass gemacht. Ich hab mal schauen, was es hier für neue Quests gibt. Es war eine Ehre. Okay. Sie war hier gut. Jetzt haben wir Quests bekommen. Und das wird sie auch im Gegenteil sein. Nicht der Kunde der Ort. Unserem König würdig dienen. Einst sehen wir uns Geist wieder. Geist des Waldes. Okay. Auftrag und Gewinn unterrichten. Und Gewinn ist immer gut. Ihm der Vollste. Skellige. Und sein Lob. Schauen wir mal neben Quests. Hier gewinnt. Okay. Was ist das hier? Das ist Boxen? Muss ich Stufe 30 sein? Nee. Suche beim Obelisken nach einem Diebeslager. Okay, Level 15, das können wir auch noch machen nachher. Ja, lassen wir einfach. Was war das denn da unten? Moment mal. Das große, was stand da? Regelboot, der Technisrennen. Ja, ist noch ein Pferderennen, machen wir irgendwann. Okay, was habt ihr hier, Freunde? Was ist das denn hier? Ein Pferd. Das Herz des Waldes. Edda, Edda. Oh, du suchst nicht zufällig Arbeit? Ist das hier die Quest? Sind auf dem Festland alle so blöd? Hör mal, Hexer. Wir haben ein Problem mit Muire Diablen. Du weißt schon. Ertrunkene. Das könntest du mit deinem Silberschwert bestimmt lösen. Oh, nicht schon wieder Ertrunkene. Aber gerade keine Zeit, ja. Lass mich raten. Sie zerreißen euch die Netze, fressen euch die Fische weg und greifen gelegentlich einzelne Bootsleute oder späte Tavernengäste am Ufer an. Wenn's das nur wäre. Die Biester in der Bucht sind schlimmer als die auf dem Festland. Sie jagen von früh bis spät. Sie greifen Fischer ebenso an wie Krieger. Das Meer spuckt sie irgendwann wieder aus. Rüstung ruiniert, Eingeweide gefressen. Seltsam. Gibt es Zeugen? Meinen Lehrling Rurik. Der war auf einem Boot, das die Muire Diablen angegriffen haben.
Und Toves Mann wurde getötet. Sie lebt in der Nähe, ein Stück rauf. Sonst fällt mir leider niemand ein. Wer den Biestern begegnet, legt selten wieder Heile an. Ja. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Etwas zu bescheiden für meinen Geschmack. Mal schauen, ob die hier in Skellige mehr Geld haben. Ganz schön teuer. Aber das ist es wohl wert. Die haben ja Geld hier. Gut, ich zahle dir, was du haben willst. Cool, zum ersten Mal, dass es jemand mehr als 300 gibt. Ich übernehme den Auftrag. Mit Ertrunkenen hatte ich schon oft zu tun. Es ist bald vorbei. Mein Wort drauf. Okay, wo ist das denn? Du suchst nicht. Nicht, dass ich da zufällig drauf stoße oder so. Ich mit den Zeugen erstmal. Okay, nee, möchten wir nicht. Das möchten wir nicht. Wir wollen erstmal hier die Hauptquest weitermachen. Im Hafen. Okay. Und hier war doch irgendwo noch eine Quest. Hände weg von unseren Mädchen sonst. Von deinem Mädchen, von unseren Mädchen, hat er gesagt. Hilfst du einem Mann? Tut mir leid, dich zu belästigen, aber ich habe keine Wahl. Worum geht's? Mein Schiff ist beim letzten Sturm auf die Felsen aufgelaufen. Ich hab alles verloren. Wie soll ich dir da helfen? Ich hab nicht mal das Geld für die Heimreise. Und mit jedem Tag Verspätung bin ich näher am Bankrott. Ich hätte mir denken können, dass es um Geld geht. Willst du also einen Kredit oder Almosen? Ich werde es dir bis auf den letzten Kopper zurückzahlen. Ich schwöre. Du musst mich nur in Novigrad besuchen. Okay. Gut, ich helfe dir. Ich bin oft genug in Novigrad. Da komme ich mal vorbei und schaue, wie deine Geschäfte laufen. Danke. Du findest mich im Hafenviertel. Johann Bohner heiße ich. Bis dann also. Okay, ich hoffe, das wird auch im Questlog eingetragen, weil im Questbuch, weil sonst vergesse ich das, glaube ich. Das ist nicht angezeigt? Och, Manno. Das vergesse ich doch bestimmt. Okay, was ist hier los? Das musst du nicht tun, Kind. Ich weiß. Ich möchte es aber. War die geschminkt? Oder was war das in einem Tränen? Hallo, Weihnachtsmann. Wie grausam. So ein junges Mädchen. Birna sollte es sein, Didit. Sie haben ihr Bett länger geteilt. Still. Das ist ihre Entscheidung. Verbrennen oder was? Oh mein Gott, die will lebendig verbrannt werden. Kann nicht wahr sein. Ah. Hallo, Schätzchen. Lange nicht mehr gesehen. Wie schön du bist. Ja. Danke. Schön, dich wiederzusehen. Die Grabrede. König Bran vom Clan Thürsech hat seine letzte Reise angetreten.
An ihrem Ende erwarten ihn unsere glorreichen Ahnen. Gemeinsam werden sie auf Beutejagd gehen. Sie werden im Lagerfeuer die Großtaten aus vergangenen Zeiten rühmen. Vorerst bleibt er in unseren Herzen. Doch eines Tages werden auch wir gemeinsam mit ihm aufs Meer hinaussegeln. Das wird ein guter Tag sein. Okay. Ja. Du riechst wundervoll. Geralt, wir sind hier auf einer Beerdigung. Du riechst wundervoll auf dieser Beerdigung. Die Clans sind es, die Skellige ausmachen. In Kriegszeiten kämpfen sie Seite an Seite unter dem Banner ihres Königs. Wir haben Bran lebewohl gesagt. Zeit, seinen Nachfolger zu küren, der uns zum Sieg gegen die Schwarzen führen wird. Die Tore von Caer Trolde stehen allen offen, die Bran vom Clan Tyrsech ihre Treue schworen. Und es gibt genug Met und Fleisch für alle. Während des Leichenschmauses werden jene vortreten, die meinen, ein würdiger Nachfolger zu sein. Gehst du mit mir zum Leichenschmaus? Bin ich das Spielen von Leichenschmaus? Ich will dir fortgehen und Zeit mit dir alleine verbringen. Ja! Wir haben uns 2 Jahre nicht gesehen. Wie wär's mit einer einsamen Hütte am Strand? Ich möchte mich dort mit dir 1 Woche lang einschließen. Was sollen wir da 1 Woche lang machen? Och, Lego spielen. Ich hätte da ein paar Ideen. Die mit dem Seil, das du für deine Trophäen verwendest, das klingt interessant. Ja. Liest du schon wieder meine Gedanken? Außerdem mag ich, was ich da sehe. Gehen wir jetzt oder nicht? Anscheinend nicht. Hast du was in Velen herausgefunden? Und du? Was hast du herausgefunden? Vor einiger Zeit ist etwas Seltsames auf Art Skellig geschehen. Eine Katastrophe. Durch eine Magieexplosion. Wirklich ungewöhnlich. Eine Anomalie. So etwas habe ich noch nie gesehen. Meine Intuition sagt mir, dass Ciri dafür verantwortlich ist. So sehr ich deine Intuition bewundere, Yen. Wir brauchen handfestere Anhaltspunkte. Ich wüsste es ganz sicher, könnte ich mir nur das Katastrophengebiet ansehen. Leider lassen Moissac und seine Droiden niemanden auch nur in die Nähe. Warum will Moissac nicht, dass du dir das Gebiet der Anomalie ansiehst? Nenn es eine Meinungsverschiedenheit. Eine große, laute Meinungsverschiedenheit. Sieh mal, Krach. Weißer Wolf. Sei gegrüßt, Krach. Wir treffen uns beim Leichenschmaus. Keine Ausreden. Ich muss mit dir über etwas Wichtiges sprechen. Unsere einsame Hütte muss wohl noch warten. Wir brauchen Krach an Kreid auf unserer Seite. Ich werde etwas in Schwarz und Weiß zur Trauerfeier tragen. Ich hoffe, du passt dich an. Zieh etwas an, das nicht nach Tausenden deiner Jagden riecht. Yen, ich hasse neue Wämse. Dauert ewig, bis die eingetragen sind. Und genau wie Krach dulde ich keine Ausreden. Wir sind nicht hier, um uns zu amüsieren. Wir müssen einige Dinge klären und sollten uns angemessen kleiden. Ich habe in der Taverne ein Zimmer gemietet. Da habe ich ein paar Kleidungsstücke für dich hingelegt. Such dir was aus. Währenddessen muss ich mich um ein paar Dinge kümmern. Wir treffen uns dann bei dem Eingang zu der Festhalle. Alles klar, machen wir. Allerdings dann erst in der nächsten Folge. Gut, das war's dann für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Almoreman. Tschüss.